Frühling, Frühling, Frühling. Ladies, er kommt. Der Frühling steht vor der Tür und heute reden wir über ganz tolle Frühlings- und Sommerkleider und welche Kleider euch schlank und sexy machen. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Ich freue mich auf euch. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Julia von Just Dye Me. Ich bin Personal Stylist, Personal Shopper und in meinem Video heute verrate ich euch ein paar tolle Tipps und Tricks für ein perfektes Sommer- oder Frühlingskleid. Endlich geht's wieder bergauf, endlich wird es wieder wärmer und ich freue mich jetzt schon auf die ganzen tollen Sommerkleider, die wir alle bald tragen können. Und damit ihr für euch auch das richtige Sommerkleid herausfinden könnt, habe ich ein paar ganz tolle Tipps für euch, wie ihr euch schlank und sexy stylen könnt, welche Schnitte am besten für euch sind, welche Farben am besten für euch sind. Und da fangen wir direkt mal mit an. Worauf kommt es an bei dem genau passenden Kleid für euch? Auf die richtige Farbe auf jeden Fall, passend zu eurem Farbtyp. Auf den richtigen Schnitt, dazu zählt zum Beispiel die Länge, ob das weit oder eng geschnitten ist, wie die Ausschnittform ist. Dann kommt es noch darauf an, wie ist der Print? Ist das ein großes Muster, ein kleines Muster? Ist das gestreift, längs gestreift, quer gestreift? Wo ist das Muster? Ist das hell oder dunkel? Und natürlich auf die passenden Accessoires. Ganz wichtig, denn nur mit dem Kleid alleine habt ihr den einen Look und wenn ihr da ein paar Accessoires dazu packt, wie ein Gürtel an den richtigen Stellen, habt ihr einen komplett anderen Look. Also, ganz wichtig für mich, vor allem als Farb- und Stilberater, ist es, die richtige Farbe zu eurem Ton zu finden. Ich verlinke euch hier noch ein paar andere Videos, die euch dabei helfen. Schaut auch gerne mal auf meinem Blog vorbei. Ganz wichtig ist es, herauszufinden, welcher Farbtyp ihr seid und dann die Farbe des Kleides darauf abzustimmen. Ihr habt also jetzt euer Kleid, ihr zieht das an, entweder in der Umkleidekabine oder bei euch zu Hause. Schaut in euer Gesicht. Schaut nicht auf das Kleid, sondern schaut als erstes in euer Gesicht. Macht euch die Farbe blass. Am besten noch ohne Make-up anziehen und dann genau ins Gesicht, auf den Hals gucken. Guckt darauf, wie wirken die Wangen beispielsweise, wie strahlt ihr zurück, wie wirkt euer ganzer Teint, wie verändert sich eure Erscheinung, wenn ihr was Dunkles oder was Helles anzieht. Schaut euch das genau an, wie die Farbe des Kleides an euch wirkt. Beispiel hier haben wir das Model, was vermutlich aufgrund der etwas rötlichen Haare und des eher hellen, wärmeren Tons vielleicht ein Frühlingstyp sein könnte. Im Gegensatz zu dem gleichen Model in dem blauen Kleid wirkt deutlich blasser und fahler. Schaut euch genau das Gesicht an oder auch die Arme, wie sich das verändert, wie gut ihr das Gelb steht und wie blass sie das blaue Kleid macht. Also ganz wichtig, wenn ihr ein farbiges Kleid kauft, schaut darauf, wie wirkt die Farbe an euch, was macht das mit eurem Gesicht. Vor allem gerade, wenn man auch so viel Haut sieht, vielleicht auch an den Armen oder am Hals, schaut euch das genau an und überprüft, welche Farbe vielleicht ein bisschen angenehmer wirken könnte. Kleiner Tipp von mir am Rande, achtet auf das Licht. Gerade in Umkleidekabinen kann das zum Teil ganz anders wirken, als es wirklich ist. Daher lohnt es sich vor allem, wenn ihr ein Online-Shopping macht, mit dem Kleid mal kurz nach draußen zu gehen und zu schauen, wie sieht das Kleid an euch per Tageslicht aus. Oder auch irgendwie aus der manchmal lohnt es sich schon alleine aus der Umkleide rauszugehen, 2-3 Meter in andere Lichtverhältnisse und das da nochmal zu überprüfen. Mein Tipp für kleine Frauen, wählt Kleider, wenn ihr schon 2 Farben habt, am besten eher von oben hell nach unten dunkel. Damit wirkt ihr immer größer als andersrum, wenn das Kleid oben dunkel ist und nach unten hin heller wird. Ja, also wichtig, von oben hell nach unten dunkel stylen. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne auch hier unten in den Kommentaren hinterlassen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Muster. Gerade bei gemusterten Kleidern, entweder sind die nur an Teilen gemustert oder das ganze Ding ist gemustert oder ihr habt die verschiedene Auswahl zwischen kleinen und großen gemusterten Flächen, dann achtet ein bisschen darauf, wo die gemustert sind, wie die gemustert sind und wie groß die Muster an sich sind. Man sagt eigentlich, versucht die Muster proportional zum Körpergewicht zu nehmen sozusagen. Je mehr ihr habt, desto größer können auch die Muster sein. Seid ihr sehr klein und habt überall so Riesenmuster drauf, dann wirkt ihr noch viel kleiner. Also versucht das so ein bisschen anzupassen, je nach Körpergröße, dass die Muster dazu gut passen.
Zusätzlich ist es auch ganz wichtig, darauf zu achten, wo sich die Muster auf den Kleidungsstücken befinden. Nämlich da, wo Muster sind, betont ihr immer die Stelle mehr oder beziehungsweise da geht die Aufmerksamkeit hin, im Gegensatz zu den Teilen, wo keine gemusterten Stellen sind. Das ist ein bisschen komplizierter, wenn man das so hört. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Sieht man hier ganz gut, und zwar bei dem roten Kleid habt ihr unten das Muster dran und automatisch geht die Aufmerksamkeit auf das Muster unten. Das heißt, das ist die Stelle, die in dem Fall betont wird. Das heißt, wenn ihr so schöne, schlanke Beine habt, wie das Model hier auf dem Bild, ist das überhaupt kein Problem, wenn ihr den Teil betonen möchtet oder wenn ihr allgemein den Teil der Beine betonen möchtet. Wichtig ist aber, wenn ihr sagt, ey, ich möchte genau den Teil, nämlich die Oberschenkel, überhaupt nicht betonen, dann solltet ihr besser kein Kleid wählen wie dieses hier, was genau auf dieser Höhe der Beine das Muster gesetzt hat. Also dran denken, wichtig, da wo Teile gemustert sind, da wird die Aufmerksamkeit hingezogen. Also nicht nur gemustert, sondern es können auch Applikationen sein, irgendwelche Stickereien, Lace, irgendwie Spitze oder vielleicht habt ihr auch Rüschen, Ärmelchen oder Volants oder irgendwas, was in irgendeiner Form auffälliger ist als andere Teile des Kleidungsstückes. Auch bei Streifen solltet ihr aufpassen. Querstreifen natürlich ziehen immer den Blick nach außen. Längsstreifen ziehen von oben nach unten. Das heißt, damit wirkt ihr größer bzw. länger. Achtet also darauf, wo befinden sich die Streifen genau an dem Kleidungsstück. Wenn wir uns das Kleid hier mit den Streifen ansehen, seht ihr, dass im Grunde der Teil ab unter der Brust quer gestreift ist und dadurch das grundsätzlich viel breiter wirkt, als es eigentlich ist. Klar, jetzt ist das Kleid auch noch so ein bisschen in A-Linien geschnitten, aber grundsätzlich wirkt das Kleid hier deutlich breiter, als es ist. Wenn ihr also den Teil noch breiter betonen möchtet, dann lohnt es sich, so ein Kleidchen zu investieren, was die Querstreifen so hat. Wenn ihr lieber länger wirken möchtet und schmaler, würde ich euch empfehlen, das genau andersrum zu wählen oder zumindest eher auf Längsstreifen zu setzen. Nächster Tipp, ganz wichtig, achtet auf die Ausschnittform. Damit kann man unheimlich viel erzeugen, ob jetzt die Schultern breiter sind oder schmaler, ob der Hals länger ist oder ob man allgemein größer wirkt oder kleiner oder wie auch immer das Kleid geschnitten ist, könnt ihr so ein bisschen die Figur anders schummeln. Ich zeige euch ein paar Beispiele, zum Beispiel bei diesem Kleid hier. Blaues Kleid, Pünktchen, sehr klein gemustert. Seht ihr, dass der Ausschnitt oben, der macht sehr breite Schultern. Grundsätzlich sind diese Art von Ausschnitten sowieso so, dass die eher den Fokus auf die Schultern legen. Gerade mit diesen Ärmelchen hier dran hat man das Gefühl, dass das Model deutlich breitere Schultern hat, als es eigentlich hat. Ich zeige euch ein Beispiel, wo das schmaler aussieht, bei so einem Schnitt zum Beispiel. Wenn ihr ein V habt, wird die Aufmerksamkeit des Gegenübers auf jeden Fall eher in die Mitte gelenkt. Das heißt, der Blick folgt eher von oben nach unten und geht nicht zur Seite weg, zu den Schultern, sondern lässt die Schulterpartie eher schmaler wirken. Zusätzlich habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, beispielsweise den Hals länger oder kürzer wirken zu lassen. Auch hier habe ich ein Beispiel für euch. Habt ihr einen Kragen, der sehr hoch geht, wirkt automatisch der Hals deutlich kürzer. Auch der richtige Schnitt für eure Figur ist ganz wichtig. Grundsätzlich gilt eigentlich, je mehr Material ihr draufpackt, desto breiter wirkt ihr auch. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht von einem Model, die hat grundsätzlich, ist die sehr, sehr schlank gebaut. Aber wenn ihr euch das Beispiel hier anseht, mit einem Kleid, was so locker und offen geschnitten ist, wirkt die doch deutlich kräftiger, als die eigentlich ist. Wenn ihr also eher betonen möchtet oder beziehungsweise schlanker wirken möchtet, wäre eine Version, die zum Beispiel so geschnitten ist, deutlich schmeichelhafter. Hier könnt ihr vor allem auch gut eine weibliche Silhouette irgendwie formen, indem ihr diesen kleinen Gürtel spielt. Dazu komme ich aber gleich nochmal, aber grundsätzlich wirkt es natürlich deutlich schmaler, wenn ihr weniger Material habt, das heißt, das Kleid so ein bisschen enger geschnitten ist. Es muss jetzt nicht hauteng sein. Achtet auch bei der Länge darauf, da wo das Kleid aufhört, betont ihr genau diese Stelle. Das heißt, überlegt euch vorher, möchtet ihr, wie bei diesem Beispiel hier, bei der Frau mit dem grünen Kleid, möchtet ihr genau den Oberschenkel an der Stelle betonen oder möchtet ihr lieber eine Stelle betonen, die besonders schmal ist, beispielsweise genau unterm Knie oder eher an der Fessel oder irgendwo, wo ihr das Gefühl habt, hey, das ist meine schmalste Stelle des Beins, die würde ich gerne
gerne betonen oder das ist die Stelle, die ich gerne betonen möchte, dann lohnt es sich, Kleider zu suchen, die genau da abschließen. Oder auch im Notfall, wenn es genau das Kleid ist, was ihr gefunden habt, aber das ist zu lang oder zu kurz, beziehungsweise ist zu lang, dann könnt ihr es auch gut zum Schneider bringen und ein bisschen kürzen lassen. Da lohnt es sich auf jeden Fall ein bisschen drauf zu achten, denn wie gesagt, da wo das Kleid aufhört, die Stelle wird am Bein betont. Kleines Beispiel dazu. Hier haben wir ein Jeanskleid, das wird dann genau oben am Oberschenkel hört das auf. Das heißt, ihr betont genau die Stelle des Oberschenkels. Hier bei dem Kleid, Hemdblusenkleid, habt ihr einen Abschluss genau unterm Knie. Dadurch betont ihr die Stelle und das wirkt ein bisschen schmaler. Je nachdem, wie eure Proportionen sind. Aber die Stelle des Beins wird dann in den Fokus gesetzt. Wenn ihr ein sehr weites Kleid habt, könnt ihr natürlich auch super mit Accessoires spielen. Beispielsweise könnt ihr einen Gürtel nehmen und damit eine Silhouette formen und wie bei dem Beispiel hier das Kleid so ein bisschen näher an eure Körperform bringen. Wenn ihr also ein Kleid habt, was ganz weit geschnitten ist und einfach nur so rumflattert, einfach an der schmalsten Stelle des Körpers den Gürtel anziehen und dann könnt ihr damit so ein bisschen das Kleid formen. Es kommt so ein bisschen darauf an, was möchtet ihr kaschieren. Habt ihr eher, ich sag mal, einen kleinen Bauch, dann könnt ihr beispielsweise super große, luftige Kleider wählen und die super schön irgendwie mit einem Taillengürtel höher angesetzt, so verschwindet optisch der Bauch so ein bisschen, ganz locker stylen, dass der Taillengürtel so ein bisschen die Silhouette formt und nach unten hin die Beine ganz, ganz lang wirken. Dadurch verschwindet der Bauch auch so ein bisschen. Habt ihr zum Beispiel eher kürzere Beine im Gegensatz zu eurem Oberkörper und ihr möchtet die Beine ein bisschen länger schummeln, auch da könnt ihr super ein langes Maxi-Kleid wählen und dann nehmt ihr auch wieder einen Taillengürtel, der so ein bisschen Oberkörper vom Unterkörper trennt und wenn ihr den schön hoch ansetzt an der schmalsten Stelle, auch dann wirken die Beine optisch länger. Ihr könnt auch super schön spielen, wenn das Kleid so noch Schlitze hat, vielleicht an den Seiten und damit die Beine optisch viel länger wirken lassen. Ich packe euch dazu aber auch ein paar schöne Beispiele auf meine Pinnwände, welche kreativen Möglichkeiten ihr habt. Denn grundsätzlich gilt eigentlich auch, dass das ganze Accessoire-Thema so ein Outfit ein bisschen individueller macht. Ein Kleid einfach so anziehen ist das Kleid, was einfach so gekauft wird. Wenn ihr das mit euren Accessoires ein bisschen aufpeppt und den ganzen Look zu eurem kreiert, dann sieht das Ganze auch so ein bisschen individueller aus und passt sich so ein bisschen eurem Styling an. Und dann gibt es noch natürlich so ein paar grundsätzliche Tipps. Achtet darauf, welche Unterwäsche ihr anhabt, dass die sich nicht abdrückt unter dem Kleid, dass man die irgendwie nicht sehen kann, dass sie nicht irgendwo rausblitzt, außer der Look soll so sein. Aber grundsätzlich eher, dass der Fokus auf dem Kleid liegt und nicht auf dem, was irgendwie darunter rausblitzt. Bei sehr kurzen Kleidern achtet darauf, dass ihr euch auch dementsprechend anpasst. Wie setzt ihr euch hin? Wie steht ihr? Wie geht ihr? Achtet darauf, ob man darunter gucken kann, wie man sich bewegt. Das gehört quasi auch so auf so Mini-Kleider, Mini-Röcken, gehört immer noch mal ein ganz anderer Stil der Bewegung dazu, als wenn man so ein Maxi-Kleid anhat. Und natürlich habe ich ganz, ganz viele tolle Styling-Ideen für euch, für alle Farbtypen Frühling, Sommer, Herbst, Winter auf meinen Pinterest-Boards verlinkt. Die packe ich euch hier unten rein und da könnt ihr euch inspirieren lassen. Und es gibt ganz viele Kleider in ganz vielen Varianten, genauso wie wir das jetzt besprochen haben. Also ganz wichtig, Kanal abonnieren, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Gebt mir ein Like, wenn euch das gefallen hat und schaut mal wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.